Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, finde ich richtig toll, dass die Eisen momentan auch ein bisschen überlegen sind. Jetzt haben die Gegner wieder das Problem ein bisschen. Aber heute Morgen ist es sehr ausgeglichen. Wir haben einen Fort, haben wir mehr von den Eisen. Scheinbar sind die Eisen jetzt schlafen gegangen. Ich wollte heute Nacht noch zeigen, aber ich war viel zu müde. Und hier wäre der Ork-Anführer, aber der ist da nicht gleich wie der Ignis-Ork-Anführer. Weil hier, haben sie gesagt, könnte man gut leveln, aber wenn nur der Ork-Anführer ist und hier dieser Säbelzahntiger, dann bringt sie auch nichts hier zu leveln. Ein weiterer Spot wäre hier unten. Und dort gibt es Säbelzahntiger und Trolle. Dort droppt aber nichts. Dort ist wirklich nur zu farmen da, zum Levelfarmen. Hallo, so geht's nicht hoch dort. ein weiteres Spot wäre das Orklager Ignis. Aber da droppt auch nichts Anständiges. Ja, im Sumpf drinnen hat es die Anacondas, die großen, aber die sind noch orange, sind noch recht schwer. Der Korpus Waffenschmied, aha. Ein NPC ist dort. Ich dachte schon ein Spieler. Ja. Gefunden habe ich, ja, Greifenschulterpanzer und sonst eigentlich. Habe ich alle Gegner mal kurz einmal besiegt. Bisschen mehr Erfahrung. Ja. So ungefähr hatte ich. Und jetzt habe ich so. Und gefunden habe ich diese zwei Azurit, also Azurit und Aventurin. Die zwei Edelsteine. Die Koloss-Handschuhe für den Barbar Level 58. Sehr gut. Aber sind weiß. Und Sultans Armschiene, Crit-Chance plus 25%. Für Hexenmeister Level 56. Ein größerer Aventurin, der erste, der nicht kleinere ist. Toll, toll. Der hat 15%, ja, Crit-Chance. Okay, hier unten hat es hochlevelige Gegner, das ist gut. Aber hier oben ist niemand von uns, das ist das Problem. Eigentlich wollte ich ja mit ihnen Imperia Kästle einnehmen, aber alleine schaffe ich es natürlich niemals. Und wenn hier irgendwo Eisenspieler sind, auch nicht. Schade. Ja, ja. Ja, da gehen wir nach Imperia zurück. Oder gehen wir hinten durch und warten, bis da was los ist. Weil einnehmen ist ja auch schwer mit Level 50. Das geht ja schon, also. Aber das Problem ist, sind einfach die Jäger und die Barbaren. Diese zwei Klassen machen mich einfach manchmal ein bisschen Probleme. Oder mir Probleme, nicht mich. So, großer weißer Tiger. Bestialischer Yeti. Da ist ja das. Der Strand. Ist das hier unten? Irgendwo gibt es hier Schildkröten noch und die sind recht gut, die droppen auch ein paar Sachen. Ne, hier ist kein Strand. Wo ist denn der Imperia Kessel Strand? Da hinten wahrscheinlich. Oder der? Ah, der kleine hier. Ja. Aber wir schauen mal kurz hier hinten, was hier hinten ist. So. Ja, jetzt wollen sie wieder neue Item-Shop-Sachen, wie zum Beispiel ein Party-Port, wo zum Party-Leader bringt, aber damit Leute noch mehr Geld ausgeben müssen, dass noch mehr Pay-to-Win ist, das ist recht armselig schon fast. Oh, diese große Kristallgolems könnte ich dann mal farmen, wenn die gelb sind.
Oder Orange, ja, Orange würde auch schon gehen, weil es sind Golems, die brauchen zum Aufstehen. Gut. Und ja, es geht zwar schon extremst lange, aber ich finde, es geht noch gemäßigt. Ich habe ja gesagt, ich werde erst Booster kaufen, XP Booster, wenn es wirklich nicht mehr geht. Also wenn ich zu lange brauche für ein Level. Und der Retox ist da. Gut. Wesselt der hinter mir Waffen? Glaube, es geht los. Hä? und ja, find toll, dass manchmal die Syrten ein bisschen stark sind und manchmal die Alsen, nicht immer uns Igen. Das macht auch ein bisschen mehr Mut für später, weil ja, dass die Überlegenheit einfach abwechselt. Und in der Nacht waren wirklich viele Alsen on, die auch recht gut waren und uns richtig eins reingeprescht haben. Aber ich habe zwar nicht viel an ja, helfen können, denn Igen. Aber ich möchte dann schon helfen können, aber ich will es ja auch fair machen. Weil wenn ich dann die ganze Zeit irgendwo bin, dann ist es gegenüber die unfair, wo ja, nicht jedes Mal da sein können oder online sein können und so weiter. Und ja, jetzt habe ich 26.100 was und Punkte. Ja, ist ja nicht so erfolgreich gewesen in der Nacht, weil ich auch sehr müde war und lieber gelevelt habe. Aber war schön, also ich war nicht mehr so unnütz sozusagen. Fand ich noch toll. So. Und freut mich auch, dass die Leute manchmal wieder ein bisschen offener sind. Dass man sie wieder anreden kann. Und dass man sich gegenseitig einfach helfen kann. Sei es mit Item tauschen oder sei es mit Leveln. Mit Party erstellen und dann einfach leveln. Oder sei es einfach Warzone, also eine Party besitzen. Früher, also es gab wirklich eine Zeit, da hat niemand eine Party, hat niemand geleadet. Heutzutage wird jetzt wieder öfters geleadet und es gibt dadurch auch mehr Partys oder dann wird auch eingeladen und so weiter. Und ich muss kurz schauen, was die schreiben. Aber die schreiben nur Müll. Toll finde ich auch, dass jetzt nicht mehr geheult wird. Es ist momentan wirklich Frieden. Und das macht natürlich ein ganz anderes Licht auf Regnum. Weil man muss nicht immer heulen. Wenn ihr heulen wollt, dann spielt das Spiel gar nicht am besten. Weil Champions of Regnum hat Macken. Das ist auch nur, ja, mehr oder weniger ein mittelmäßiges Spiel. Und Dankeschön, dass ihr es vor mir eingenommen habt. Oje. Bisschen später hätte es eingenommen können, hätte ich auch das bekommen. Die Hanna und der Naseweis. So, ja, ich mache Party. So, gesegnete Waffe. Okay. Und der Naseweis ist sehr einfach. Und die andere war, wie ist sie jetzt? Da oben. Ne, die war irgendwie einfach, habe ich ihn gesehen. Oder schwer. Anspruchsvoll. Der ist so ungefähr Level 52 bis 56 oder so. Und schwer ist eben Level 60. Oder Level 58 bis 60.
So. Ja, ein Feuerpfeil für den Schützen Level 52 mit 30 bis 40 Feuerschaden. Meisterhaft sogar. Und was habe ich noch gefunden? Schlangenhandschuhe als reiner Stoff gewöhnlich. Hexmeister Level 43. Richtig schwach. Richtig schwach. Meine Fliegen. Also die 12 Minuten warten für die Warzone-Punkte. Mal schauen, ob die Eisen kommen davor. Ob sie das einnehmen können. Ich denke nicht. Das Tor ist ja normal noch nicht Eisen. Jojo, Barbaren Power hier draußen. Aber der Beshi, der wichtigste, ist nicht hier. Vielleicht ist einer in der Festung noch. Aber dann müsste es einer der Barbaren sein. Dann müsste es eigentlich Massimo sein, der am meisten Chancen hat. Er hat auch eine Hyäne, die schwarz ist, die irgendwie gar keine Textur hatte. Das ist irgendwie, glaube ich, wenn man zwei Pets in einem hat, also dass man, du musst kämpfen. Ich muss kämpfen. Ah Mann, wo hast du hier? Da ist eine Kalkoyote. Jetzt kann ich kämpfen. So. Ja, greift dann. Aber die haben Beshi. Das ist unfair. Ich hoffe, du bist Beshi, aber denk schon. Ah ja, wegen der gesegneten. Ja, nein, das ist eigentlich Magier. Ja, ist Beshi. Jetzt sieht man es. Das Problem ist halt, dass wir recht schwach sind. Ah, schön. So. Für den anderen setze ich dann noch Ding ein. Ich bin gestorben. Ah Leute, macht doch mal was. Ich wird überhaupt nie geheilt. Der andere wird geheilt, der sehr leicht ist, oder? Ah, ja, ja. Es geht so nicht. Man kann nicht mit Level... Was war der andere? Sehr einfach. Mit Level 46 oder so. Hier groß was machen und dann wird er... Ja. Er kann nichts machen. Der andere ist auch tot natürlich. Die Beshis sind einfach bei Ignis zu wenig. Es gibt zu wenig Beshis. Sonst muss ich meinen Beshi halt spielen, aber der ist erst Level 30 und ja. Aber es sind auch immer Barbaren. Also wirklich. Immer nur Barbaren. Vor allem bei Alcius. Aber bei uns jetzt auch drei Barbaren, oder? Ist einfach zu viel. Und die sind alle unterlevelig. Was ist jetzt? Wird gar nichts gemacht. Ja, der stirbt auch. Toll. Ja. Auch nur der Wächter gewesen. Also, kein Bock. Ich habe jetzt gerade nicht geschaut, ob der Alse eines der wie heißt der schon wieder? Mit A. Ja, komm. Sind einfach
wahrscheinlich Level 60 gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schwer waren, aber vor allem haben sie richtig Damage. Ja, nein. Karl Coyote kann man jetzt nicht schauen. Südkreuz 1431. Das ist schon klar, dass es nichts für meine Ding ist. Ja, über meine Stärke ist. Viel stärker. Weil ich mache 232 Schaden mit einem normalen Treffer und er macht 700. Also ist über 500 Schaden stärker. Okay, er ist auch gebufft gewesen. Ja, ich auch ein bisschen, aber wahrscheinlich schon langsam nicht mehr gebufft. Aber es ist auch ein großer Unterschied, wenn man Boss-Schmuck hat, wenn man Sets hat, alles mögliche. Und wenn man noch recht viele weiße Items hat. Und ja, ich habe es jetzt mal versucht zu verteidigen. Sieht man ja, was rausgekommen ist. Und ja, dorthin zu laufen jetzt wieder, habe ich keinen Bock. So, diese grünen Cobras, die sind immer einzeln. Die hätte ich gerne auch ein bisschen besiegt. Aber die droppen scheinbar auch nichts, wie jeder Gegner hier in Regnum um dieses Level. Nix, einfach nix. Also das sind wirklich ungefähr 100 Gegner, bis ich wieder ein Item gedroppt bekomme. Und es ist schlimm, also ja. Bisschen demotivierend, sehr demotivierend. Das ist einfach, ja, wieso macht Regnum das? Wieso streckt eigentlich Regnum da die Spieler? Damit die Spieler mehr zu machen haben oder was? Also, dass sie länger farmen müssen, dass sie mehr Geld bringen, ausgeben und scheinbar so. Und das deprimierte mir ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, aber jetzt noch auf die Zähne beißen, wenn dann Level 60 bin, geht's dann viel besser. Wow, One Hit. Da ist auch der 1700er. Hä? Siehst du, einfach nicht dann Level 60er Barbaren. So. Also, wenn wieder was los ist hier in Ignis, also bei uns in Forts und Schloss, dann gehe ich wieder. Aber sonst muss ich, ja, kann ich euch nicht viel weiter zeigen. Es ist, oh, eine Axt. Aber die ist wahrscheinlich low-levelig. Ja, Level 40. Ja, wollt ihr mir verkackeien? Und der Naseweiß ist Level 39. Sehr mutig. Sehr mutig in dem Imperial Castle zu sein bei dem Level. Nicht schlecht. Oder ist er jetzt nicht dort? Ja, er ist noch dort. Er ist ja reingegangen. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der noch lebt und nicht mehr lebt. Jetzt ist er auch down. So, Party auflösen. So. Weil das bringt es jetzt wirklich nicht, noch in der Party zu sein, wenn man levelt. Außer er will mit mir leveln, aber dann bekommt er wahrscheinlich keine EP von diesen Gegner. Dann sind die noch unmöglich. Oder sehr schwer. Sehr schwer, schwer. Ich weiß jetzt nicht genau, aber es ist ja mindestens 5 Level immer gleich. So, diesen noch, dann müssen wir ausruhen. Gut. Ja, noch ein bisschen etwas zu erzählen. Ja, recht wenig. Also es gibt halt nicht viel Neues und so. Patch wurde nichts angekündigt. Auf Amnun ist momentan auch nichts los. Niemand spielt irgendwie dort. Keine Ahnung wieso. Und ja, sie haben ja angekündigt, dass sie die Fähigkeiten überarbeiten, ein bisschen motivierender machen wollen. Aber daraus wird wahrscheinlich gar nichts.
Auch weil sie Probleme mit dem Quellcode haben, weil die auf, weil der auf eine Sprache, auf eine Programmiersprache ist, wo sehr kompliziert ist. Also da muss ein Rechner um 2 eigentlich her. Und wenn das nicht kommt, bis ich mal Erfolg habe, werde ich das übernehmen. Dann werde ich das halt irgendwie leiten, ein Entwicklerstudio leiten, und dann werde ich Rechnung 2 machen, wieso nicht? Also die Sehnsucht danach ist da. Ich will unbedingt so etwas machen. Auch wenn ich nichts dazu beitragen kann, außer vielleicht Geld geben oder so. Aber gute Neuigkeiten bei mir im Real Life, also ich bekomme jetzt richtig viel Geld und könnte jetzt auch viele Games kaufen, aber ich habe noch kein gutes Internet und dadurch kann ich auch nicht mehr Projekte machen als diese zwei jetzt momentan und Pixelmon mit Minecraft ab und zu. Also drei Projekte, zwei volle Projekte und eins, was teilweise kommt. Und ja, aber Regnum, das geht weiter so, jeden Tag mindestens eine Folge. Und das kann ich ja jetzt auch machen, wenn ich jetzt endlich immer Internet habe, nicht 2 Wochen warten muss, weil umziehen werde ich nicht mehr. Auch wenn es hier drin scheiß heiß ist und schwül, bin ich doch schon gerne hier im Zimmer am Aufnehmen. So. Und eben, ich mache jetzt vorwärts, damit ich hier Level 60 werde. Und danach ja, geht es eben ans Item Farmen und ein bisschen aufräumen oder was. Und mal gucken. Schade, schon wieder so wenig KP. Weil die Gegner halt orange sind hier. Machen sie auch viel Schaden. Was darf ich wieder gehen? Darf ich wieder gehen? Ah. So. Den besiege ich jetzt noch. Den schaffe ich noch mit 670 Leben. So. Ja, und außerdem habe ich noch ein anderes Game gefunden, dank einem Herrn, wie soll ich dich nennen? Ja, ich sage jetzt mal nichts, aber ihr kennt ihn, also er postet immer wieder Kommentar. Und der hat empfohlen, mir Planet Side 2 anzuschauen, und ich habe es mir ein bisschen angeschaut und habe gesagt, ja, ich werde es Let's Playen. Es ist genauso wie Champions of Regnum, einfach in der Zukunft. Mit halt so Hightech-Waffen. Und ja. Ich schau mal rein. Wenn es nicht gut ankommt, pausiere ich es. Oder unterbreche ich es einfach ein bisschen. Und wenn es gut ankommt, werde ich es natürlich auch zum Hauptprojekt machen. Und eben, ihr seid ganz klar auch ihr dürft mitreden, also was ich Let's Playe, wie ich Let's Playe, wie oft ich Let's Playe, dürft ihr mitreden, indem ihr liked, indem ihr Kommentar schreibt, indem ihr Wünsche habt, alles mögliche, PN schreibt, das private Nachricht bei YouTube, Ingame anschreibt oder bei Skype anschreibt und so weiter. Bei Steam dürft ihr mich auch anschreiben, aber bitte nicht die ganze Zeit oder so. Jetzt muss ich nämlich das auch ausschalten. Dann höre ich nicht mehr auf euch. Oh. Ja, und es gibt immer wieder Leute, die bei Steam einfach die ganze Zeit irgendwas posten. Privat. Und das ist blöd. Sonst kicke ich alle Freunde wahrscheinlich noch raus. Muss ich zwingend wahrscheinlich. Weil Steam nicht so komfortable Ding hat. Dass man irgendwie die ausblenden kann. Kann man irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Aber auch das mit dem Tab. Früher musste man Alt-Tab, nein,
Tab und Umschalt drücken. Jetzt geht das Fenster plötzlich auf, wenn man nur Umschalt drückt oder nur Tab drückt. Das ist eine Frechheit. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Vielleicht ist es auch ein bisschen buggy. Auf jeden Fall, ja, es ist schon ein bisschen nervig, wenn dann das ganze Ding aufgeht, das Fenster mit den Infos. Dass man wahrscheinlich in der Aufnahme nicht sieht oder doch sieht, aber eben einfach nur nervt. So. Und toll, dass es auch internationale gibt. Es gibt so einen Spanier hier, der zwar auf Englisch spricht, aber irgendwie im Namen auch ein bisschen Spanisch hat. Und der, ja, recht nett fragt und Ideen gibt, Tipps gibt und so weiter. Dankeschön dafür. Was hat der mit dem Namen? Clash of Clans oder so etwas, so Handygames. Und ja, ihr wisst sicher dann, welches es ist. Und sonst eben in ältere Videos nochmals reinschauen, dann hat er sicher gepostet. Also Dankeschön auch an ihn, auch wenn er es nicht versteht. Und da ich nicht gut Englisch kann, kann ich ihn leider jetzt nicht persönlich auf Englisch danken. Aber ich werde es dann einfach per Google Übersetzer oder so in die Kommentare schreiben. So. Ich habe einfach so ein bisschen Bedenken, ich würde etwas Falsches sagen oder schlechte Grammatik haben. Weil Englisch hat einfach ganz anders als Deutsch. Deutsch ist schon schwerer, aber Englisch ist auch ein bisschen schwer dadurch, dass es so leicht ist. Dass man so wenig denken muss. Und auch grammatisch ein bisschen anders. Ja. Grammatikal. Der Grammatikal. Ja. So, also, ich level einfach jetzt so weiter hier und wir könnten noch kurz in den Sumpf schauen, aber da gibt es glaube ich nur die großen Anacondas. Dann können wir jetzt kurz schauen. Sonst in Syrtis gibt es glaube ich auch Gegner, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass in Syrtis nicht so lohnt zu leveln, weiß es nicht wieso. Es gibt zwar auch eben so hochlevelige Gegner, aber ja nicht so, als würde man jetzt unbedingt nach Syrtis gehen zu müssen und dort zu leveln. Das alles ist ein bisschen näher, also am Rand, oder? Also hier bei den Säbelzahntigern um das Orklager kann man auch gut leveln, aber eben ich habe auch nicht so viel Bock. So, uralte Geister sind noch unmöglich. Die sind so Level 58 oder so. Gehen. Die Leute sind am Einschlafen schon heute Morgen. Ja, Anacondas, genau. Und wo sind die Großen? Gibt's keine Großen. Ja, hier ist so wenig los im Sumpf. Was ist hier? Ah, da sind die riesige Anacondas, genau. Okay. Und große Anacondas gibt es nicht hier. Okay, egal. Könnte man mal eine angreifen. Ja, rot ist zu schwer, aber die orangen. Und die bringen halt auch nicht so viele Gegner. Also Schlangen habe ich noch nie ausgewählt für Leveler, für Itemsuchgegner. Für Itemfarmgegner. So, sind gar nicht schwer. Ja, zwei Lootgegenstände mehr nicht. Schade. Und Reptilienaugen haben wir doch schon früher gedroppt. Komisch. Großer Saurier ist auch unmöglich. Oh je. Also hier gibt es nichts. Wir könnten noch hinter Chanlarit-Kästel schauen. Aber da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel. Mal gucken.
Und so uns eben soll, wenn ab und zu ein Part wirklich kurz ist oder wenn ein Part richtig lang ist. Es ist einfach momentan nicht so viel los und ich möchte die Parts ja auch kurzweilig machen, damit sie nicht entweder zu kurz sind oder zu ja, also dass sie kurz sind und spannend oder ja, dass sie nicht lang und langweilig sind. Aber ja, weil ich jetzt immer wieder Zwischenschnitte mache und so, möchte ich natürlich auch nicht die ganze Zeit diese 30 Minuten einhalten müssen. Dann lade ich einfach diese Sachen hoch, die ich habe, bis zu einem Maximum von irgendwie 40 Minuten. Und mehr auch nicht. Weil es geht extrem lange. 40 Minuten gehen sicher 2,5 Stunden. Und mit meiner 6000er Kilobyte pro Sekunde Internet ist es schon ein bisschen mühsam. Jo. So. Schauen wir kurz mal zu den Magma Golems. Die sind sicher jetzt auch schon blau oder so. Ja, gelb sind sie wahrscheinlich noch. Genau. Schlicht. Schichtwechselnd Nasia. Alsius. Boah. Ja, die machen Schichtwechsel. Und Sunny Angel und Sur sind die ganze Zeit online bei uns. Die haben keine Schicht. Die haben Spaß an Champion zu frecken und das sieht man. Aber motzen halt da manchmal auch ein bisschen. Kann ich verstehen, wenn man die ganze Zeit Regnum spielt. Hä, die sind rot. Aha. Das sind die anderen Magolems. Warte, warte. Nein, die habe ich gar noch nicht besiegt. Das waren die. Genau. Die sind also immer noch rot. Das waren die, die gelben. Die habe ich manchmal ein bisschen besiegt. Boah, dieser Lavafall. Also die sind noch rot. Das muss ich mir merken. Wenn sie orange sind, kann ich die mal ein bisschen kloppen. Da muss ich wahrscheinlich ein oder zwei Levels noch machen, damit sie orange werden. Und sonst, hier hinten gibt es wirklich nichts mehr sonst. Ja, okay. Also ich gehe da nach vorne, level noch ein bisschen. Und dann nehme ich den nächsten Part auf. Dankeschön fürs Zuschauen. Und kurz noch hier hinten durch. Freut mich, dass das Regnum Let's Play wieder ein bisschen ankommt. Weil eben 2 Wochen Pause. Die meisten Leute haben halt schon gedacht, ja, ich werde Regnum nicht mehr Let's Playen oder so. Nein, und wenn ihr wirklich News wollt, dann müsst ihr im Kanal unter Kanalkommentare schauen. Dort sind meine News. Weil das Forum momentan inaktiv ist, weil sowieso niemand dort ja gerade etwas schreiben will oder so. Weil halt einfach nicht so viel los ist. Salamander. Aha. Sind wir hier beim Kessel wieder. Also dann beende ich den Part. Bis zum nächsten Part. Euer Drager Basler. Tschüss.